Anstatt Steuern zu senken und Schaden vom deutschen Volk abzuwenden, saugen sie uns aus und drehen die Daumenschrauben noch weiter an, ziehen die Daumenschrauben noch weiter an. Was ist das nur für eine Regierung, die wir haben? Es ist eine Regierung, die nur eins zum Ziel hat, uns zu verarmen und das Geld in der ganzen Welt zu verprassen. Aber schauen wir doch mal, was Sie jetzt sich schon wieder ausgedacht haben, ist natürlich schädlich für den Wirtschaftsstandort Deutschland und noch schädlicher natürlich für jeden Einzelnen. Denn wir alle müssen die linksgrünen Utopien dieser Regierung bezahlen. Und wenn das Geld nicht mehr da ist, dann denken Sie sich was Neues aus. Und das ist diesmal eine Erhöhung der CO2-Abgabe, eine Plastiksteuer und wahrscheinlich auch eine Steuer auf Kerosin für innerdeutsche Flüge. Das alles macht das Leben umständlicher, es macht es teurer für jeden Einzelnen. Bei jedem Einzelnen bleibt deshalb weniger im Portemonnaie übrig. Frage, ist das eine Regierung, die wir wollen, oder ist das irgendwie so eine Art Sado-Verein, der uns das Geld aus der Tasche ziehen will mit immer neuen Tricks? Schauen wir doch mal darauf, was Sie heute beschlossen haben im Bundestag. Hier sehen wir es bei der Bild. Tanken und Heizen teurer, zwei neue Steuern. Jetzt soll auch noch Plastik besteuert werden. In Nordrhein-Westfalen übrigens gibt es eine Diskussion, ob man auch noch Sand besteuert. Ja, ihr habt richtig gehört, Sand. Also wenn es um Steuern geht, sind Sie pfiffig. Und anstatt mit dem Geld auszukommen, das sie bekommen, das sie kriegen, was ja sowieso schon viel zu viel ist, wollen sie immer weiter die Steuern erhöhen. Und jetzt natürlich über den Umweg CO2. Ja, CO2. Die ganze CO2-Geschichte wurde schließlich nur ins Leben gerufen, um über Umwege noch mehr Geld von den Bürgern zu kassieren. Hier steht es, die CO2-Abgabe steigt deutlich. Wichtigste Folge der Ampelpläne, Tanken und Heizen, wird für alle Bürger deutlich teurer, denn die CO2-Abgabe steigt ab 2024 viel stärker als geplant, von derzeit 35 Euro pro Tonne auf 45 Euro pro Tonne CO2. Im Jahr darauf noch einmal 10 Euro mehr, also insgesamt 55 Euro pro Tonne. Was das bedeutet, könnt ihr euch alle ausmalen. Es bedeutet nichts Gutes für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Produkte werden teurer, Inflation zieht wieder an und so weiter und so fort. Das ist allerdings der deutschen Regierung, der Ampelkoalition, die ja schließlich auch aus der SPD besteht. Egal, denen geht es nur um eines, so viel Geld wie möglich aus dem Bürger rauszupressen und es in alle Welt zu verteilen. Da sparen sie nämlich nicht. Die Regierung könnte ja auch mal sagen, Moment mal, wir haben nicht mehr so viel Geld. Wir müssen weniger ausgeben. Wir müssen sparen. Aber nein, wenn es um bestimmte Dinge geht, dann sparen sie natürlich überhaupt nicht. Beispielsweise beim Thema Migration kostet 50 Milliarden Euro etwa, das zeige ich euch hier, pro Jahr 50 Milliarden Euro. Diese Kosten wurden, ja, habe ich schon in meinem anderen Video gesagt, werden ja immer wieder irgendwie verheimlicht und vertuscht. Es ist sehr, sehr schwierig festzustellen, wie viel uns die Migration kostet, aber sie kostet eben sehr, sehr viel. Und da hat die Welt mal zusammengerechnet und recherchiert und schreibt hier Folgendes. In diesem Jahr, also 2023, addieren sich die zu erwartenden Ausgaben im Zusammenhang mit Flucht und Migration auf 48,2 Milliarden Euro nach knapp 42 Milliarden Euro im Jahr 2022. Das zeigen Zahlen des Bundesfinanzministeriums sowie eine Aufstellung einer Arbeitsgruppe der 16 Länderminister. Beide liegen der Welt vor. Da fragt man sich natürlich, warum spielen die denn eigentlich da nicht mit offenen Karten? Die könnten ja auch mal sagen, was uns diese ganze Angelegenheit kostet. Und sie könnten natürlich auch mal sagen, wie können wir beispielsweise das Geld für die Ausgaben für Migration senken. Wo können wir sparen? Können wir vielleicht statt Bargeld, 410 Euro bekommt ja jeder Flüchtling auf die Hand, zusätzlich natürlich auch Unterkunft und dies und jenes, also das Rundum-Sorglos-Paket, kann man da vielleicht nicht ein bisschen sparen, um die deutschen Steuerzahler zu entlasten. Aber davon ist natürlich überhaupt keine Rede. Und es geht auch gar nicht nur um die Migration hier nach Deutschland, die natürlich chaotisch ist, wie man sagen muss, und offenbar immer stärker auch finanziell eine Belastung für das Land ist, auch wenn es in den
den Medien verschwiegen wird. Es geht auch um alle anderen Ausgaben. Hier eine Million, da eine halbe Milliarde, da eine halbe Billion. Also wenn man eins sagen kann, wenn es darum geht, wenn irgendjemand in der Welt oder auf der Welt Geld braucht, dann sind sie schnell dabei. Schauen wir uns mal zum Beispiel die Kosten für Entwicklungshilfe an. Wenn wir kein Geld haben, liebe Leute, dann könnte man natürlich auch sagen, man muss jetzt mal ein bisschen bei der Entwicklungshilfe sparen. Aber nein, da sind sie besonders großzügig. Das zeige ich euch jetzt an folgender Statistik. Was geben wir an Entwicklungshilfe pro Jahr aus? Und da sind wir auf Rekord, nämlich 27 Milliarden. Da noch ein paar zerquetschte. 27 Milliarden haben wir. Das sind die Zahlen aus dem Jahr 2021, wenn ich das richtig sehe. Die neuen Zahlen werden natürlich wiederum verzögert, nur preisgegeben und. Was wir aber sagen können, ist, dass die Zahlungen für Entwicklungshilfe, die gehen nach oben, beispielsweise im Jahr 2013, das ist hier, da haben wir noch 10 Milliarden Euro Entwicklungshilfe gezahlt. Also genau vor 10 Jahren haben wir 10 Milliarden gezahlt. Jetzt zahlen wir fast das Dreifache, nämlich im Jahr 2021 hier die Zahlen mit 27 Millionen. Und ich würde mal sicher davon ausgehen, dass diese Zahlen in 2023 eben nicht gesunken sind. Ich frage mich eigentlich, was wir für eine Regierung haben, die uns das Geld wegnimmt und in der ganzen Welt verstreut. Ja, veruntreut, muss man ja fast sagen. Denn ihr wisst ja, dass die Entwicklungshilfe sehr problematisch ist. Die meisten Staaten sind korrupt und kassieren das Geld eigentlich direkt ein. Manchmal kann man gar nicht richtig nachvollziehen, wohin die Knete überhaupt läuft. Aber wir zahlen, wir gucken da nicht so genau hin. Und also man muss sich wirklich fragen, von wem wir hier eigentlich regiert werden. Das ist nichts anderes als Veruntreuung. Und da spielt natürlich auch die neuerlichen Zahlungen an Afghanistan eine interessante Rolle. Ich habe das jetzt hier mal nochmal herausgesucht, das habt ihr ja auch schon mitbekommen, dass wir jetzt wieder Afghanistan Entwicklungshilfe zahlen. So schreibt der Deutschlandfunk, Deutschland zahlt nach Medieninformationen wieder Entwicklungshilfe an Afghanistan. Also wenn man jetzt sagt Taliban, kriegt man ja schon sofort von der Entwicklungshilfeministerin Schulze eins auf dem Dach, aber irgendwie landet es ja am Ende dort, das weiß doch jeder. Seit der Machtübernahme der Taliban vor rund 2 Jahren habe die Bundesregierung 371 Millionen Euro bereitgestellt. 371 Millionen Euro für Afghanistan. Frage. Ich meine, wir wissen ja alle, dass es ein problematisches Land ist und wir wissen auch alle, dass wir uns nicht in alle Weltprobleme einmischen können. Aber müssen wir denn jetzt unbedingt Afghanistan? Müssen wir jetzt unbedingt Afghanistan noch oder wieder oder sonst wie Entwicklungshilfe zahlen? Das ist doch mal das große Fragezeichen, das sich hier stellt. Und das zeigt genau, wie die Regierung handelt. Sie verprasst nämlich unser Geld. Und wenn keins mehr da ist, wenn sie nicht mehr Schulden machen können und so weiter, dann erfinden sie neue Steuern auf irgendwas, auf Kerosin, auf Plastik, auf Sand, you name it. Da sind sie sehr pfiffig darin, neue Steuern zu erhöhen. Und natürlich die ganze Geschichte rund um das Klima wird natürlich ausgenutzt und ausgewrungen, damit wir eben außer den Steuern noch mehr zahlen. Denn diese ganzen Geschichten fürs Klima, CO2 und so weiter, das sind natürlich keine Steuern. Wussten Sie, dass der deutsche Staat konkrete Vorbereitungen trifft, um auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen? Bleiben Sie dran, um zu erfahren, worum es geht und was man heute noch dagegen tun kann. Die Staatsschulden explodieren, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Europäischen Union. Die EZB hat in den letzten Jahren so viel Geld in Umlauf gebracht wie noch nie in der europäischen Geschichte. Unsere extrem hohe Inflation ist das Ergebnis genau dieser Politik. Aber damit nicht genug. Es gibt Hinweise, dass sich der Staat darauf vorbereitet, auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen, auch wenn er versucht, diesen Fakt mit allen Mitteln zu verschweigen. Stichwort Vermögensregister, Stichwort Lastenausgleich. Wir dürfen hier auf YouTube nicht im Detail darüber reden. Es besteht die Gefahr, dass unser Beitrag dann vom Netz genommen und unser Kanal gesperrt wird. Deshalb an dieser Stelle nur so viel. Wenn Sie eine Lösung suchen, um Ihr Vermögen vor einem Zugriff des Staates zu schützen, laden wir Sie zum kostenlosen Webinar mit Alexander Streeb ein. Herr Streeb ist seit mehr als 30 Jahren Finanzprofi. Er hat die aktuellen Gefahren analysiert und Lösungsstrategien entwickelt.
Um sich vor einem möglichen staatlichen Zugriff auf Ihr Vermögen zu schützen, müssen Sie zuerst wissen, welche Gefahren da überhaupt lauern. Herr Streeb erklärt Ihnen die eben genannten und noch einige weitere Gefahren. Sie werden von ihm Lösungsvorschläge bekommen, was man konkret dagegen tun kann. Wenn Sie Klarheit und Sicherheit haben wollen, melden Sie sich jetzt zum kostenlosen Webinar an. Sie finden den Link dazu unter dem Video. Es gibt eine Lösung. Und sie hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun, nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währungen. Es handelt sich um einen echten Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich geschützt hat, indem er den Zugriff des Staates verhindern konnte. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video und melden Sie sich an. Statt einen Monat für Ihr Gehalt zu arbeiten und es dann zu verlieren, investieren Sie mal eine Stunde und denken mit Herrn Streeb über Ihr Geld nach. Nehmen Sie sich jetzt Zeit für dieses wichtige Webinar. Es geht um Ihre Zukunft. Es geht um Ihr Vermögen. Werden Sie jetzt aktiv.